Es wird hell, es haut dich auf den Sitz, es wird Zeit für Mablitz. Und damit hoch zu einem neuen Part von dem guten Mablitz. Ich muss gerade noch meine Kopfhörer anschließen, weil ich die abgesteckt habe. Warum auch immer? Ah ja, stimmt, weil ich im Homeoffice war und dann mit diesen Kopfhörern hier gearbeitet habe, weil die ein bisschen angenehmer sind als die von der Arbeit selbst. Ah, stimmt, da war was. Aber gut, jetzt höre ich den Sound auf. Um Gottes Willen, ich muss nicht viel leiser machen. Okay, ihr habt es wahrscheinlich gar nicht gehört, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, wieso ist meine Kamera jetzt hängen geblieben? What's happening? Okay, ich fix das schnell. Das ist ja wieder alles sehr, sehr fantastisch hier. Ja, es geht wieder. Okay, cool. Was habe ich gesagt? Dass ich meinen Kopfhörer nicht angeschlossen hatte. Weil ich das möchte mit denen quasi Ding hatte. Wie soll es heißen? Homeoffice verwendet habe. Oder auch immer. Hör mal, es ist sehr spät, es ist 0:38, würde ich pennen gehen, aber ich wollte dieses Video auf jeden Fall noch machen, weil ich morgen Abend wahrscheinlich keine Zeit habe, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, heute Abend. Gut. So, los geht's. Folgendes läuft so, denn es gab ein paar Videos. 6-mal Slow Mates und einmal Love is Strange, dieses Video auch Teil 4. Da kommt ja noch Teil 5 und dann möchte ich Life is Strange Before the Storm Remake spielen, also das neue Version quasi davon. Nicht alleine wahrscheinlich, habe ich schon eine Person, die mit mir spielen möchte, da freue ich mich schon sehr. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, wird wahrscheinlich so, vielleicht sogar erst zweite Jahreshälfte sein. Werden wir sehen, würde ich behaupten. Gut, dann außerdem gibt es noch Folgendes zu sagen. Go Vacation und Solo's Card habe ich wieder letztendlich nicht dazu kommen. Aber ich bin tatsächlich jetzt wieder auf der Schiene, Super's Card wieder auf Deutsch zu machen. Weil, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwie gibt sich diese Vorteile aus Englisch reden nicht unbedingt. Ich habe übelst die Problems dabei und es wird in meinen Augen nicht so appreciated, wie ich denke. Ich weiß es nicht. Ich denke, ich werde es eher wieder auf Deutsch machen. Mal gucken. Streams kamen auch einige. Der Ballett. Da ist der Spieltag 2 gestartet. Resident Evil 7. Da sind wir jetzt, haben wir den vierten Stream jetzt gemacht. Dann die Folge der Champions League haben wir abgeschlossen von der Saison 5. Und wir haben Boris and the Dark Survival gespielt. Da sind wir tatsächlich ziemlich weit. Ich denke, noch ein, zwei Streams, da sind wir dann auch durch. Also so lang ist das Spiel nicht, aber ultra, ultra, ultra Spaß, ich muss mal sagen. Also wirklich ein geiles Spiel. Bei Hollow Knight habe ich angefangen, letzten Donnerstag. Ganz cooles Spiel, muss ich sagen, macht echt Spaß. Aber es ist so ewig, es ist wirklich so ewig. Also da, es wird wahrscheinlich ein Projekt werden, was wir die nächsten 3 Jahre spielen, gefühlt. Ich habe es angeplant für einmal im Monat, weil ich finde, dass wir das wöchentlich, aber nicht reinpasst, zeitlich so. Es ist jetzt kein Projekt, wo ich sage, das wird fertig werden sobald. Eventuell werde ich aber Hollow Knight Soul, wie heißt es, neue? Ich hab's vergessen. Wie heißt es? Oh wait, das Ding ist aus mir von vorne standen. Wie heißt es? Hollow Knight Silksong, genau. Das soll ja rauskommen irgendwann, also es gibt noch kein Release, ne? Eventuell spiele ich das auch. Aber ich weiß noch nicht. Weil mir gefällt Hollow Knight echt gut. Muss ich echt sagen. Gut, was ich noch sagen kann, ist, ich habe die Pokémon Direct geschaut, ne? Habe ich jetzt nicht irgendwie reacted drauf, weil why? War überhaupt nicht mehr daheim. ja, trotzdem nicht allein mir das angeschaut, war trotzdem ganz funny. Die Sache ist die, Hand aufs Herz, ich bin mir sicher, dass ich nicht so großen Spaß haben werde mit der neuen Edition. Die heißt ja auf Englisch Pokémon Scarlet und, warte mal, Pokémon
Scarlet und Pokémon Violet, ne? Richtig gut, finde ich. Also ich finde, Scarlet und Violet hört sich gut an. Auf Deutsch heißt es Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. I mean, what? Was soll denn Karmesin sein? Und warum nicht Violett, sondern Purpur? Das ist doch ein Witz. By the way, ich zeige kurz hier was. Okay, es will sich nicht zeigen. Wie kann ich das machen? Bildschirm, Primärbildschirm, stimmt schon, hä? Zeig dich doch mal. Du kannst es nicht anzeigen lassen. Zurücksetzen. Hier funktioniert es nicht. What? Oh, jetzt klappt's. Jetzt seht ihr es auch sogar. Diese Ente hier, warte, ich sehe jetzt diese Ente hier, die würde ich wahrscheinlich nehmen, ihr kommt da schreibt, welche Stadt ihr nehmen würdet. Ja. Ich habe Folgendes geplant. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber ich habe überlegt, ich möchte das Spiel durchspielen an einem Wochenende. Ich weiß nicht genau, wie ich das planen werde, aber ich denke, es wäre machbar, wenn ich so 3x12 Stunden ansetze. Dass ich ja wirklich so Freitag nach der Arbeit anfange, das zu spielen. Vielleicht gehe ich auch im Homeoffice am Freitag und mache das dann, dass ich da anfange. Dass ich dann, ja, das eine Woche fertig habe, weil ich glaube, dass es sonst so werden wird wie Schwert und Schild. Dass ich eventuell auch noch dieses Jahr fertig bringen möchte davor. Ich kann mich, glaube ich, nicht erneut aufraffen, das zu spielen. Wenn das wirklich so ein Ding ist und wirklich so ein Spiel an Release, bin ich wahrscheinlich ein bisschen noch gehypt, oder spielst du gerne und ziehst dann auch durch, aber ich glaube, dass ich jetzt nicht so dabei wäre. Ja. Dass ich es nicht so dabei wäre, quasi. Wenn ich, wie soll ich sagen? Ja, wenn ich es immer wieder spiele. Ich denke, ich werde es dann einfach durchspielen. In einem Stück. Ich weiß nicht, wie ich es machen werde. Ich denke, es wird schon ein bisschen länger als 24 Stunden dauern. I mean, es ist Pokémon. Aber auch wenn nicht, vielleicht ist es auch in. Ich schau mal kurz, wie lang war Pokémon Schwert und Schild? Das interessiert mich gerade. How long to beat? Hilf mir bitte. Pokémon. Ich gehe auch mal Pokémon ein. Pokémon Legenden Arceus ist 23 Stunden, Pokémon Schwert und Schild ist 25 Stunden, Pokémon Let's Go Pikachu ist 25 Stunden, Pokémon Brillante Diamant Shining Pearl sind 26 Stunden, XY 31, Hard Gold Silver 37, Omega Rubin 25, Schwarz-Weiß 32, New Snap 11, beziehungsweise komplett 48, Blattgrün 29,5, selbst die erste Edition sind schon 27 Stunden, ne? Pokémon Diamante Perl 41 Stunden, also es gibt da schon echt Unterschiede. Ich denke, das neue Pokémon wird nicht zu lang werden. Ich denke, das wird sich auch so in den 23 Stunden oder so an ja, setzen. Und dass ich das, vielleicht mache, dass ich ein 4-2-Stunden-Spiel mache. Oder 20-Stunden-Spiel, ich weiß nicht, wie lange halt, ne? Aber das, wenn ich mir nicht mehr gut geht, dann sage ich, okay, ich penne jetzt und dann machen wir dann am nächsten Tag aber weiter. Das ist halt wirklich ein Wochenende Opfer für Pokémon. Vielleicht nehme ich mir den Tag auch frei dann. Muss ich mal schauen. Dass ich halt dann nicht zu müde bin dann. Aber ich denke, das können wir machen. Komm, ihr könnt mal schauen, was ich da schreibe. Was ich davon halte. Ich hätte schon Bock drauf irgendwie. Weil, wie gesagt, ich glaube, es geht mir dann wirklich so wie bei Pokémon Schwert und Schild, dass ich einfach keinen Bock habe, mir es überhaupt mehr anzufassen. Und ich denke, wenn ich es dann einmal durch habe, dann kann ich ja auch vielleicht irgendwie sowas machen wie Pokémon Shiny Hunten, irgendwas, ne? Also diesen, wenn es ein Late-Game-Content, After-Game, Post-Game-Content, irgendwas hat, das spielen. Und ich bin bisher immer hinterhergehangen. Ich meine, Pokémon Legend Arceus kaufe ich mir nicht. Es ist mir komplett egal. Dieses Spiel sieht in meinen Augen nicht gut aus. Ich muss sagen, das neue Spiel, Serpentin, ach, keine Ahnung, Kerosin. Wie heißt denn das Spiel jetzt wieder? Ich hab's vergessen. Karmesin und Purpur sieht in meinen Augen auch nicht gut aus, aber keine Ahnung. Ich find's trotzdem irgendwie, was ist was Neues? Das will ich dann trotzdem irgendwie spielen. Da steckt vielleicht ein bisschen, ja, diese, ich will nicht Nostalgie sagen, aber das, dass ich halt Pokémon aufgewachsen bin, das steckt das ja schon ein bisschen dahinter, ne?
Aber gut. Soweit, so gut. Ich werde mir vielleicht Karmesin holen, weil ich finde Scarlett hört sich cool an. Und ich finde Scarlett Johansson eine gute Schauspielerin. Und ich liebe Scarlett aus Brawlhalla. Ein gutes, gut, meine Lieblingskämpferin aus Brawlhalla. Und deswegen denke ich mal, Scarlett ist was Besseres in meinen Augen. Aber jeder, der Pupo nimmt, verstehe ich auch. Also da ist die Wahl ziemlich schwer, finde ich. Aber mit Scarlett verbinde ich mehr als mit Violet. Und genau. Obwohl Purpur besser sich anhört als Karmesin. Aber gut, wie auch immer. Ich will mal kurz schauen, was ist Karmesin? Ist das vielleicht eine Farbe? Karmesin. Karmesinrot, ja. Karmesinrot. Karmesin. Kamin. Nein, nicht Kamin. Karmesin. Farbe. Karmesinfarbe, ne? Karmesinfarbe. Auftretende Farbbezeichnung. Von der Schildklasse erzeugte rote Farbe. Scharlachroter Stoff. Karmesin. Rot wie ein Karmesin. Leuchtend rot. Scharlachrot. Okay, interessant. Wenn er meint. Kamin. Der Farbstoff wird aus trächtigen weiblichen Schildläusen gewonnen. Zur Gewinnung der Farbe werden die Läuse mit Essig gewaschen und getrocknet. Ah, das ist ja ultra interessant, ne? Richtig Biologieunterricht hier. Genau. Damit ihr Bescheid wisst. Ja. Ich wäre da wahrscheinlich dann so dabei. Ihr kommt da schon, was ihr davon haltet. Ich hätte da schon Bock drauf. Gut. Kann ich noch was, dann machen wir weiter mit was weiterem. Ich könnte den Plan der nächsten Woche zeigen. Ich glaube, das ist eine coole Sache jetzt. Hier. Ihr seht, was ist letzte jetzt neu, was soll denn das? Montag, also heute, spiele ich Focus Musiker, wenn alles so passt. Ich denke, ich werde trotzdem durchziehen, noch die sechste Saison. Ich weiß nicht, wann genau die SS1 kommt für Vollgas. Werde ich dann sehen. Eventuell werde ich ein bisschen was verschieben oder wie auch immer. Oder die Saison 5 noch in SS1 reinführen. Ich weiß es noch nicht genau. Aber auf jeden Fall will ich die Saison 6 noch fertig machen, weil dann haben wir die Folge des Musiker fertig. Die erste. Und dann können wir mit SS1 wieder starten. Gut, dann am Dienstag, also morgen, kommt dann der Battle Light, der Spieltag 2b. Dann möchte versuchen, jetzt alle DBD-Streams roundabout 5 Stunden zu machen. Beziehungsweise, dass wir 5 Stunden die Woche DBD finden, spielen können. Ist ein bisschen dem Sherpa Survivor Hashtag geschuldet. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist dafür da, dass Behavior auf Leute aufmerksam wird, die da bei Daylight streamen und das 20 Stunden im Monat machen, einen guten Content machen und außerdem aktiv mehr oder weniger sind. Und ich weiß nicht, ich denke nicht, dass die so auf große Reichweite gehen. Ich hoffe es auch nicht. Weil ich muss sagen, ich will mich nicht irgendwie selbst loben, aber ich denke, die DPD-Sachen gefallen mir echt gut, die ich bringe. Und wenn ich jetzt. Und die Ausgewählte von DPD, von Behavior, kriegen dann quasi diese Twitch-Shirts für alle möglichen Charaktere für Surfs. Das wäre sehr, sehr cool, deswegen auch ein Hashtag. Shirt mal selber, damit ihr Bescheid wisst, was das bedeutet, immer in den Stream-Titeln von mir, ne? Und genau. Und da will ich halt schauen, dass ich diese 20 Stunden pro Monat hinkriege. Und das mache ich dann am besten, wenn ich 5 Stunden die Woche mache, weil dann habe ich in 4 Wochen, in Monat hat er mindestens 4 Wochen, ne? Und deswegen will ich das dann hinkriegen. Genau, deswegen will ich auch jetzt am 1.3. gleich anfangen, dann passt es. So, am Mittwoch spielen wir Pokémon Platinum Random Samstag weiter. Da sind wir noch nicht wirklich so weit. Wir haben noch ein bisschen was. Ich glaube, wir haben noch 2 Arenen vor uns. Also, wir sind jetzt hier bei Stream 14. Ich will tatsächlich sagen, ich denke, wir brauchen noch bis Stream 20, um ehrlich zu sein. Aber dann wären wir, ja, bald fertig, sag ich mal. Also vielleicht so, ja, Hälfte des Jahres oder so. Das würde dann passen. Dann kam mir noch ein bisschen eine Pokémon-Pause, wo ich mich dann auch um Pokémon Schild kümmern kann. Dass wir das noch irgendwie fertig kriegen. Und dafür dann warten können, sag ich mal, auf Pokémon Scarlet. Ich sag die englischen Begriffe, ich kann mir den Deutschen nicht merken, Karmesin. Genau, die Sache ist noch die, ich werde vielleicht noch ein bisschen Shiny hunten in Brilliant, wie heißt das nochmal, Schillernde Perle, glaube ich heißt das. Genau. Und Leuchtende Perle, glaube ich heißt es, ja. Da möchte ich gerne noch den einen oder anderen Shiny rauskriegen. Das werde ich dann eventuell auch während DBD-Ladezeit machen. Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Dass ich dann vielleicht zweimal die Woche
DBD oder dreimal die Woche DBD mache und dafür halt immer eine Ladezeit mit der Shiny hatte. Ich denke, das ist eine coole Idee. Und ja, dann sind wir damit fertig mit dieser Streamplanung. Freitag, Samstag, Sonntag, wie immer, oder nicht wie immer, aber dieses Mal ist es keine Streams, ziemlich sicher, weil ich nicht da bin. Nächste Woche wird es wahrscheinlich an zwei oder drei Tagen einen Stream geben. Also da wird es wahrscheinlich 6 Streams die Woche geben, nächste Woche. Aber ohne Gewehr natürlich. Also vielleicht ist es dann doch nicht so. Aber ich strebe es an, aber das seht ihr dann in den Streamplan. Gut, dann kommen wir noch zu einer neuen Info zum Discord-Server, den ich ja geplant habe für meine Streams. Der ist tatsächlich in den Startlöchern. Ich muss noch 2, 3, 4 kleine Sachen eben planen noch. Und wenn ich die eben habe, dann ist der Discord eigentlich startbereit. Dann werde ich ein bisschen Werbung machen auf meinem meinem Haupt-Discord und werde dann den auch verlinken, dass man den eben auch besucht, an alle Leute, die eben sich interessieren für meine Streams. Ich werde auch noch ein extra Video wahrscheinlich hochladen auf YouTube, auf diesem Kanal hier, damit jeder Bescheid weiß, der mir da eben folgen kann und draufkommen kann. Und ich hoffe, dass es relativ erfolgreich wird, dieser Discord, einfach damit der Austausch gut da ist und dass man das Ganze von meiner Community, also wie soll man das sagen, dieser Discord von mir, der Zickers FTW von Win, der größere, der ist ja quasi der, der schon seit 2016 oder so existiert. Und bei dem ist es so, dass sehr, sehr viele drauf sind, auch viele Inaktive und nicht alle schon streamen, sondern es ist einfach so eine Community geworden, außerhalb meines Contents, sage ich mal. Also sehr, sehr viele schauen nicht mal Videos, schauen keine Streams und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir halt so, okay, dann wäre es doch eigentlich schade, dass sie es machen. Also ich finde es sehr, sehr schade. Und deswegen denke ich mir, ja, hoffe ich doch, dass ich mit diesem Discord mehr Erfolg habe, dass ich quasi sage, okay, kommt auf diesen Discord, wenn ihr meine Streams schaut. Weil dann kommen keine Leute auf den Discord, die meine Streams nicht interessieren. Und ich werde auch wahrscheinlich aus der Richtung von Twitch quasi sagen, ja, hier ist mein Discord. Und den anderen Discord verlinke ich mit meinem Stream-Discord, so, wenn ihr versteht. Genau. Ich habe mal ins Auge gefasst, den 1.3. als Startdatum zu nehmen. Deswegen öffentlich mal. Werden wir sehen. Aber ich hätte Bock drauf, dass wir dann so einen coolen neuen Discord-Server haben. Ich werde auf dem alten weiterhin aktiv sein, das ist klar. Aber ich denke, das wäre gar nicht bad. Für meine Streams, weil ich immer merke, so, viele merken nicht, dass ich streame und viele wollen tatsächlich reinschauen und vergessen es oder merken es nicht und so weiter. Und dieses Telegram-Experiment hat auch nicht geklappt. Also da werde ich auch nochmal meinen Telegram-Channel schließen oder löschen, besser gesagt. Das wird aber dann auch eine andere Sache sein. Also, braucht man auf Telegram nicht erfolgen. Das hat sich nicht als sinnvoll herausgestellt, ne? Gut. Oder auf langere Zeit nicht mehr rentabel eben gelohnt. Gut, dann würde ich mal behaupten, gehen wir noch zu den Dankesreden. Da gibt es eigentlich so coole Sachen. Vielen lieben Dank an Michello VB oder Michael UFVB. Die Person hat einfach mir in Prime abonniert, ohne irgendwie mal was geschrieben zu haben. Vielen lieben Dank. Und genau, wir haben jetzt, by the way, 9.969 Aufrufe. Ich denke, bei den 10.000 Aufrufen machen wir vielleicht wieder was Schönes. Ich weiß nicht, ob wir einen 24er machen oder ob wir einen 10-Stunden-Stream machen. Gucken wir mal. Aber Event-Streams wird es auch wieder geben. Ich habe mit Wolf zusammen im letzten Hollow Knight-Stream ein bisschen getalkt. Und da haben wir uns eben ausgedacht, dass ich gerne Community-Streams mehr auf die Reihe stellen möchte. Und das werden wir dann über diesen neuen Discord dann quasi alles kommunizieren. Und dass es nicht nur immer ein bestimmter Tag ist, sondern eben wir eben einen Tag ausmachen dafür. Das wäre super. Oh, ich werde mir das. Es sollte aufhören. Gut, damit wären wir damit auch fertig. Wir kommen zu privaten Sachen, und zwar habe ich tatsächlich sehr viel aufgeräumt. Ich habe einige Sachen gefunden, wie zum Beispiel meine PSP. Das ist ja cool, meine erste PSP, der Motor ist kaputt von der UMD hinten. Das heißt, ich kann nicht mehr, keine Spiele mehr in der UMD-Slot spielen. Was so viel bedeutet wie, okay, doof gelaufen, ich mache es eben auf die ROM-Variante. Ich denke mir so,
Ich habe die Spiele FIFA 11 damals auch gekauft. Ich habe es als UMD da. Mein UMD-Laufwerk ist kaputt. Dann muss ich es mir halt aus dem Internet beziehen. Das Spiel im offiziellen PlayStation Store geht es natürlich nicht mehr, weil die PSP-Spiele nicht mehr drin sind. Und ja, da meist halt die Art ist nicht komplett legal, aber ich denke mir halt, I mean, ich habe das Spiel schon mal gekauft, dann darf ich es doch jetzt auch nochmal kostenlos quasi nochmal haben, ne? Ich könnte es ja spielen, wenn mein UMD-Laufwerk funktionieren würde. Reddit habe ich da tatsächlich was geschrieben und recht viele Antworten bekommen, war echt nett von den Leuten. Aber ja, so ist es. Ich habe noch eine zweite PSP, aber die ist auch nicht mehr im besten Zustand. Und sieht viel langsamer, weil das hier die 3004er ist und die andere war, glaube ich, eine 2000er irgendwas. Aber ich spiele momentan FIFA 11 sehr, sehr gerne drauf. Macht ultra viel Spaß. Ich spiele auf Legendär oder Weltklasse, das sind die schwierigsten. Und Gewinner, ich fasse ihr Spiel sehr, sehr geil. Macht Spaß mit Nürnberg. Und ja, was ich mir auch noch gefunden habe, ist in der Box von Pokémon Ultrasonne, in der Verpackung, war FIFA 06 drinnen von meinem DS. Auch ein Spiel, was ich ultra gerne gespielt habe früher und immer noch Spaß macht, aber momentan bin ich halt nur FIFA 11 Trip, weil der halt irgendwie cooler ist. Mit der PSP, ne? Aber FIFA 06, der auf dem DS war ich auch mal so gut, dass ich immer auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe gewonnen habe. Bin noch nicht so gut, muss ich wieder ein bisschen mehr spielen, aber ich spiele momentan wieder tatsächlich mehr privat. Was mir auch ganz gut tut, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, Naruto habe ich wieder ein bisschen geschaut, ich bin jetzt mit der zweiten Staffel fertig, aus Naruto Classic. Also ich bin zwar Folge 53, genau. Liegen ein bisschen hinterher mit meinem einen Tag eine Folge Schnitt, aber den werde ich noch aufholen. Jetzt habe ich wieder Arbeit. Letzte Woche war ich im Homeoffice aus Gründen, aber jetzt bin ich wieder im Office. Beziehungsweise nächsten Dienstag nicht, aber das hat andere Gründe, weil ich einen Arzttermin habe. Aber egal. Gut, außerdem am Wochenende war ich ja noch weg. Da habe ich unter anderem haben wir My Sims gespielt, ein sehr interessantes Spiel für die Wii. Also, war sehr, sehr lustig und auch war lustig kruftig, kann man vielleicht mal sagen. Ja, war ein ganz funny Spiel, ja. Genau. Aber jetzt hätte ich ein bisschen längere Folge halt mal gehabt. Aber meine Gedanken vor einen Lauf gelassen, ne? Einfach mal schön einfach getalkt. Ich liebe die Muppets-Videos ganz ehrlich zum Aufnehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, machen einfach Spaß. Und es kamen auch echt coole Kommentare auf meine Videos rein, muss ich sagen. Also, wenn eine Mutter bei einem Video schreibt, hey, du hast meiner Tochter geholfen, das zu machen, oder wie geht denn das? Und ultra cool, also wirklich, ich freue mich so sehr, dass ich tatsächlich auch mehr oder weniger die neue Generation, beziehungsweise vielleicht sogar zwei oder drei Generationen nach mir, sagen kann, hey, euch helfen meine Videos weiter, das finde ich krass. Gruppication ist halt eine krasse Sache, habe ich halt was Krasses erreicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich schäme mich auch nicht dafür, ganz im Gegenteil. Ich würde es auch gerne wieder mehr bringen, aber sagen wir so, ich bringe das, was mir am meisten Spaß macht, und es ist halt momentan leider, in Anführungszeichen, sind es die Streams, Slowhermates. Und ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Falls ihr Fragen zu irgendwas habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Infos zu meinem neuen Discord wird es dann geben, wenn er da online ist, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder oder in den Streams. Schaut gerne rein. twitch.tv/Zickerfreak. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Zickerfreak. Tschüss. Und eine schöne Woche wünsche ich euch. Bis dann. Hier ist es perfekt. Ciao.